Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Deployen. In diesem Video möchte ich die Performance von verschiedenen Datenbanksystemen vergleichen. Was ich dazu benötige, ist erstmal ein Server. Ich nutze in diesem Video Hetzner. In der Beschreibung findet ihr auch einen Affiliate-Link, mit dem ihr als Neukunde ein 20 Euro Guthaben bekommt. Hier logge ich mich ein. Also ich drücke hier auf Server hinzufügen, wähle den Serverstandort in Deutschland aus, wähle Ubuntu als Betriebssystem. Hier wähle ich den CX22 Server. Das lasse ich alles leer. Und hier gibt es das Cloud Config. Im Cloud Config steht beschrieben, wie man es hinkriegt, dass man gleich einen Nutzer auf seinem Server hat und die Anmeldung ein bisschen abhärtet. Hier ändere ich das Ganze zu Deployen und hier auch. Und jetzt brauche ich noch meinen SSH-Schlüssel. Um mehr über das erste Einrichten eines VPS zu erfahren, schaut euch gerne mein anderes Video an. Ich kopiere hier meinen SSH-Schlüssel rein und ich möchte nicht nur einen Server, sondern gleich drei Server. Jetzt drücke ich auf kostenpflichtig erstellen und nun muss ich ein bisschen warten. Selbst wenn hier ein grünes Zeichen leuchtet und steht, dass der Server eingeschaltet ist, heißt es noch nicht, dass er so weit ist, dass man sich per SSH schon darauf anmelden kann. Das heißt, man sollte hier an dieser Stelle vielleicht 5 Minuten warten, bis man versucht, sich anzumelden. Ich habe jetzt ein Terminal geöffnet und versuche mit SSH und dem Port 2222 mich mit dem Benutzer deployen, auf meinem VPS anzumelden. Hier gebe ich ein Yes und ich bin angemeldet. Ich öffne ein zweites Terminal und ein drittes Terminal und ändere die IP-Adresse. Ich bin nun mit den drei Servern angemeldet und kann jetzt zum Beispiel sudo apt-update eingeben und auch sudo apt-upgrade. Aber es gibt natürlich nichts zu upgraden, weil das Skript das schon erledigt hat. Was ich als nächstes machen sollte, ist auf allen drei Docker zu installieren. Das heißt, ich gucke in der Dokumentation von Docker, wie ich Docker auf Ubuntu installieren kann und kopiere mir hier diesen Codeblock und füge ihn hier ein, führe ihn aus, hier ebenso und hier. Jetzt führe ich diesen Befehl aus und damit installiere ich dann Docker. Ich möchte in diesem Video wieder Gitti benutzen. Dazu suche ich nach Gitti. Und ich brauche die Dokumentation von Gitti. Hier sehe ich, wie ich das Ganze installieren kann. Und zwar mit Docker. Dafür erstelle ich erstmal den Ordner Gitti. Und ich bewege mich in den Ordner Gitti. Und ich brauche die compose.yaml. Hier füge ich diesen Code ein. Und an dieser Stelle fange ich mit der Unterscheidung an. Hier auf diesem Server lasse ich alles so, wie es ist. Dadurch wird SQLite als Datenbank benutzt. Hier auf diesem Server möchte ich MySQL benutzen. Dafür füge ich diese Zeilen hier noch mit hinzu und diese füge ich auch noch mit hinzu. Ich schaue mir kurz im Docker Hub an, was die neueste MySQL-Version ist. Ich möchte die Version 9 benutzen. Hier speichere ich die Datei ab und erstelle den Ordner MySQL und ich erstelle den Ordner Gitti. Auf diesem Server hier möchte ich PostgreSQL benutzen. Dafür kopiere ich mir diese Zeilen und ich füge sie hier ein. Und ich kopiere mir diese Daten und füge sie hier ein. Hier den Abstand korrigiere ich hier nochmal. Diese Datei speichere ich auch ab. Und ich erstelle den Ordner Postgres. Und ich erstelle den Ordner Gitti. Und hier speichere ich das Ganze ab. Und ich erstelle den Ordner Gitti. Jetzt füge ich sudo docker compose up-d aus. Ich habe hier einen Fehler. Hier schiebe ich nochmal die Sachen gerade und führe es nochmal aus. Hier auch und hier auch. Jetzt gucke ich mir die Stats an. Das, was mich als erstes wundert, ist, dass hier bei Postgres der Gitti-Container nicht gestartet ist.
Das spricht für einen Fehler. Verlass nochmal die Stats und schau mir die Logs an. Und hier bekomme ich aus irgendeinem Grund den Fehler, dass Gitti nicht als Root-User genutzt werden sollte. Unknown User Git. Die Frage ist jedoch, warum es bei den anderen halt nicht der Fall war. Ich gehe nochmal in die Docker Compose YAML und ich sehe, hier ist eine Raute. Ich glaube, die sollte nicht dort sein. Ich speichere nochmal das Ganze. Ich stoppe die Container. Ich starte die Container wieder und gucke mir nochmal die Logs an. Diesmal scheint es okay zu sein. Und jetzt führe ich nochmal Stats aus. Und ich sehe, es laufen hier zwei Container. Ich sehe, dass im Ruhezustand der MySQL-Container deutlich mehr RAM verbraucht als mein Postgres oder SQLite. Als nächstes versuche ich auch wirklich Gitti zu erreichen. Ich gehe erstmal zum Server mit SQLite. Ich kopiere mir die IP-Adresse und rufe sie auf mit Port 3000. Hier sage ich, ich nutze eine SQLite 3-Datenbank. Das lasse ich alles standardmäßig und ich drücke auf Administrationseinstellung und erstelle einen Administrator-Benutzer. Und das mache ich jetzt auch für den MySQL-Server. Und für den PostgreSQL-Server. Jetzt habe ich Gitti dreimal installiert und alle drei Instanzen sind inzwischen erreichbar. Ich ordne das Ganze mal ein bisschen anders an. Jetzt erstelle ich mir ein Token. Also ich gehe in die Einstellungen, ich drücke auf Anwendungen und ich möchte ein Token, mit dem ich alle Rechte habe. Ich versuche es nochmal. Ich möchte einen Token, mit dem ich alle Rechte habe. Es wurde ein Token generiert und ich speichere ihn mir ab. Hier mache ich das Gleiche. Ich gehe in die Einstellungen, Anwendungen und erstelle einen Token mit allen Rechten. Und ich mache es nochmal und hier auch. Jetzt habe ich drei GTA-Anwendungen und drei verschiedene Tokens. Was ich jetzt machen kann, ist das hier alles wieder zu minimieren. Und ich brauche ein neues Terminal. Ich verbinde mich mit meinem vierten Server. Und jetzt hier erstelle ich einen neuen Ordner. Den nenne ich Gitti-Test und bewege mich da rein. Das ist ein leerer Ordner. Und hier möchte ich zunächst einmal npm ausführen. Ich führe aus npm init, aber ich habe hier kein npm installiert. Also gebe ich ein sudo apt install npm und ich installiere mir den Node Package Manager. Und jetzt führe ich aus npm init und ich installiere an dieser Stelle Axios. Nun erstelle ich eine benchmark.js-Datei. Und die befülle ich gleich mit einem Benchmark-Test. Mein Benchmark-Test-Skript sollte fertig sein. Die Idee dahinter ist, dass hier Repositories über den API-Schlüssel erstellt werden, dann Issues erstellt werden, dann Listen abgerufen werden und die Issues abgerufen werden. So kann man die Schreib- und Lesezeiten miteinander vergleichen. Und diese Ergebnisse sollten dann am Ende in der Konsole zurückgegeben werden. Das Ganze speichere ich jetzt ab und ich versuche das auszuführen mit Node, also Node.js. Ich prüfe, ob es installiert ist und ich sehe, hier ist Node 18.19.1 installiert. Jetzt gebe ich ein Node benchmark.js. Und ich gucke mal, was passiert. Es wurden 10 Repositories erstellt.
Es wurden 200 Issues erstellt und der Benchmark-Test ist abgeschlossen. Jetzt passiert das Ganze mit MariaDB. Hier sehe ich, es hat länger gedauert, die 10 Repositories zu erstellen. Es hat auch länger gedauert, die 200 Issues zu erstellen. Hier haben wir die Ergebnisse. Der erste Test war die Repo-Erstellung. Damit habe ich die Schreiblast getestet. PostgreSQL war hier am schnellsten. Bei der Erstellung der Repositories scheint PostgreSQL die effizienteste Struktur oder das beste Handling für Gitis Operation zu haben. Aber auch SQLite hält sehr gut mit. Bei der Issue-Erstellung war SQLite am schnellsten. Bei vielen kleinen sequentiellen Schreiboperationen scheint der geringe Overhead von SQLite einen positiven Effekt zu haben. Beim reinen Auflisten von Repos ist SQLite erneut sehr performant. Das könnte am effizienten Caching auf Dateisystemebene liegen oder daran liegen, dass die Abfragen einfach sehr einfach sind und hier bei den Datenbanken ein Netzwerk-Overhead dazukommt und der stärker ins Gewicht fällt. Beim Issue-Listing, also die Leselast mit Filtern, Sortieren und Joins, war auch SQLite am schnellsten. Das könnte an der Datenstruktur oder Testmethodik liegen. Das heißt jetzt aber nicht, dass man niemals MariaDB oder Postgres benutzen sollte. Besonders wenn man größere Teams hat, ist PostgreSQL einfach deutlich skalierbarer. Und wenn man fortgeschrittene Datenbank-Features braucht, kann das SQLite nicht immer abbilden. Genauso ist es bei MariaDB. Auch wenn sie hier die langsamste Datenbank war, ist sie grundsätzlich eine sehr fähige Datenbank und in vielen Anwendungen ist sie auch sehr performant. Die Sache ist auch, dass die Zeiten alle nicht so weit auseinander liegen, als dass man das im Alltag wirklich merken würde. Also die beste Datenbank hängt vom Anwendungsfall ab. In diesem Test hat jedoch SQLite eindeutig gewonnen. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Datenbank ihr am liebsten nutzt. Was ich jetzt noch einmal mache, ist die Benchmark-Datei zu verändern. Um noch einmal sicher zu gehen, ändere ich den Test ein bisschen. Auch diesmal war SQLite mit Abstand die schnellste Datenbank. Ich verlasse jetzt auf den Servern die Stats und führe Docker sudo docker compose down aus, um die Container wieder zu stoppen. Was ich jetzt machen möchte, ist ein reinen Datenbanktest auszuführen. Das Terminal mit der SQLite-Datenbank kann ich schließen. Die kann ich aus der Ferne nicht beschreiben. Das ist auch ein Nachteil von SQLite. Ich gehe einen Schritt zurück und lege den Ordner db-test an. Jetzt bewege ich mich da rein und ich erstelle eine Compose-YAML. Und zwar nehme ich diesmal MariaDB in der Version 11 und ich benutze diesmal ein Docker-Volume. Und Postgres benutze ich in der Version 17. Der große Unterschied ist diesmal, ich gebe den Port komplett nach außen frei. Das heißt, ich speichere jetzt hier diese Datei ab und diese Datei speichere ich ab. Und jetzt gebe ich ein sudo docker compose ab -d und hier auch. Und ich sehe jetzt hier meine zwei Container und hier möchte ich jetzt diese Datenbanken testen. Dazu installiere ich ein paar weitere Pakete und zwar führe ich aus npm install pg mysql 2 und sqlite 3 und jetzt erstelle ich ein Benchmark Version 2 Datei, in der ich versuche Schreibvorgänge in diese Datenbanken zu setzen beziehungsweise auf eine lokale sqlite Datei. So, ich habe jetzt hier ein Skript, mit dem ich auf die Datenbanken zugreife und dann einen Schreibtest und einen Lesetest durchführe. Das gleiche mache ich hier mit einer lokalen SQLite-Datei. Und dann am Ende sollen mir die Ergebnisse ausgegeben werden. Ich gucke mal, ob das funktioniert. Ich speichere die Datei ab und gebe jetzt hier ein Benchmark v2.js und führe den Test aus. Jetzt wird das erstmal bei der lokalen SQLite-Datenbank versucht. Jetzt wird das in die MariaDB-Datenbank geschrieben. Im reinen massenhaften Schreiben von Datensätzen sind die MariaDB und Postgres-Datenbanken deutlich schneller. Das liegt wahrscheinlich an einem effizienteren Batching oder an einer besseren Parallelverarbeitung.
Beim Lesen vieler einzelner Datensätze über ihre ID ist SQLite wieder am schnellsten, weil es gibt hier kein Netzwerk-Overhead und es wird eine effiziente Indexnutzung verwendet. Diese Tests zeigen auch ein bisschen, dass es vielleicht nicht die beste Datenbank gibt und dass es vielleicht ab und zu sinnvoll ist, die Datenbank auszulagern und woanders zu haben. Mit Docker ist das sehr einfach. Was ich jetzt nochmal machen könnte, wäre zu schauen, ich ändere das Skript und ich möchte diesmal 100.000 Zeilen schreiben und lesen. Und ich ändere auch das Batch Size auf 1.000. Ich speichere die Datei ab und führe sie nochmal aus. Und hier sehe ich die Ergebnisse. Diesmal war MariaDB schneller als Postgres beim Schreiben. Bei der Lesezeit war Postgres ein bisschen schneller als MariaDB. SQLite war immer noch schneller als die anderen beiden bei der Lesezeit, aber 10-mal langsamer bei der Schreibzeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.